Recht herzlich willkommen zur 101. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir in Radolfzell noch die letzte Bushaltestelle gebaut, damit die Stadt noch weiter wachsen kann. Dann sind wir hier rüber gewandert. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wir hatten hier, glaube ich, nichts mehr gemacht, sondern haben hier nur den Dingens angeguckt und da haben wir dann gesehen, dass unser Betriebswillen letzten Monat am besten war. Genau so war das. So, ja, dann schauen wir weiter. Ja, dann sind wir mit der Städte einmal durch gewesen, denke ich. Dann müssten wir gucken, wo wir ja solche Stationen wie hier unten haben, wo wir sehen, was da liegt und was abtransportiert werden muss. Hier haben wir ja noch Eier ohne Ende, die zum Markt müssen, ne? Solche Sachen müssten wir jetzt mal bearbeiten. Da würde ich mal sagen, gehen wir in die Listen und dann gibt es Haltestellenliste. Wartend. Und jetzt müssten wir gucken, Typ. Ne, Bezeichnung wartend war schon richtig, aber ich jetzt gerne andersrum sortiert. Dann müsste man absteigend mal machen, ne? So, und dann sieht man hier in Döbeln. Gibt es Passagiere ohne Ende? Und die warten wo? Rauf? Das ist die Frage, ne? Wo sind die meisten hier? Waldeck. Das ist Schifffahrt dann Richtung vier Städte da. Floto auch. Hier 600 am meisten Sonderhausen. Das heißt, da müsste eigentlich schon eher noch ein Schiff fahren Richtung Dingens, Floto Döbeln. Da müssten wir mal die Linienverwaltung schauen. Schiffe. Ne, Schiffe sind da. Döbeln Altenau, Döbeln Floto. Und da fahren schon drei, ne? 43.000, 139.000, 139.000. Jetzt ist die Frage, wo sind die unterwegs, ne? Einer ist da. Die fahren gerade beide weg. Und wo ist der dritte noch, die Frage? Der fährt, kommt gerade an. Holt er gleich 500 ab. Und wenn wir mal hier gucken, das sind 2081. Bis die wiederkommen, da ist die Frage, wie viel sind dann hier noch unterwegs? Vor allem, wie viel schafft der Stadtbus weg, die dann da ankommen, ne? Ja, Menge geht ja auch, ne? Nach Floto 1791, über Döbeln mittelalterliche Kirche. Das ist der Fernbus dann, der hier fährt, ne, oder? Genau. Das sind 216. Jetzt muss gleich das Schiff ankommen. Und sind das, also sind gerade noch welche abgeholt worden wieder, 162. Jetzt warten wir gerade ab, bis das kommt und dann sehen wir, dass da 500 weniger sind und da 500 mehr wahrscheinlich, ne? Was passiert? Wann ist das Schiff da? Jetzt war es da. Aber Platinweg wollen wir mal ganz viele auch hin. Die waren alle auf dem Schiff. Okay, sehr interessant. Was geht denn vom Platinweg bitte schön los? Döbeln, Platinweg. Oder Platingasse. Die gibt's hier gar nicht, ne? Doch, da oben ist die Platingasse, okay. Da ist nichts Besonderes. Die wollen da einfach nur hin. Sehr interessant. Sind denn da so viele? Nein. Jo, das ist sehr interessant. 399 dahin. Gibt's hier an der Bushaltestelle einen Wechsel? Das ist noch die Frage dann, ne? Ne, da fährt nur der Stadtbus Döbeln hin. Sonst keiner. Krass. Ja, und dann sind 263 jetzt über der mittelalterlichen Kirche unterwegs. Die werden aber auch abgebaut. So, das würde bedeuten, da darf definitiv noch ein Schiff mehr fahren. Würde ich jetzt mal so sagen.
Dafür müssten wir jetzt zur Reederei. Döbeln Floto ist die Linie. Karte wieder aufziehen. Dann da oben hin. Dahin. Und dann Passagiere. Und dann kommen die, alles klar. Und das ist dann noch das Beste zurzeit. Und das ist Döbeln Floto da. Das passt dann schon. Ist die Frage 1 oder 2? Lass uns eins starten. Lass uns gerade gucken, dass wir das erwischen. Fahrziel Döbeln. Nee, das machen wir nämlich nicht. Wir fahren erst nach Floto. Das macht mehr Sinn, da ist der Weg etwas kürzer. Gut, das erledigt. Das mal schließen. Ja, das sind Zahlen, die würde ich jetzt mal so stehen lassen noch. Das geht, ne? Das war ja der Schiffsanleger, naja. So, dann haben wir hier irgendwo Gerste liegen. Ach, das bringen die jetzt hier hin, ne? Und Weizen auch noch. Über die Tierfutterfabrik. So, das war dann hier unten irgendwo. Da können wir so rüberfahren. Das muss hier irgendwo ankommen, ne? Ah, eben habe ich irgendeine Taste gedrückt, die jetzt hier die Beladung anzeigt, oder wie? War das das W? Nee, ne? Das S? Ne, da bauen wir eine Straße mit. Weiß ich nicht mehr, wofür das Gelbe ist, aber ist auch nicht schlimm, wenn es angezeigt wird. Tierfutterfabrik. Hier kommt dann der Zug an. Von da. Das ist der mit dem Güterwagen, ne? Der war es nicht. Der da oben ist das, okay. Dann müssten wir da mal noch einen setzen. Dann lass den mal da. Nimm den gerade. 32 Tonnen und wirtschaftliche Güter. Ne, 72, nicht 32. Gehen wir mal zum Depot hier oben. Und gucken, was wir da mehr machen können. Was war das Gerste, ne, zum Beispiel? Die gehen alle für Gerste. Und was haben wir da für Waggons? Die beiden. Okay. Der 12, der 30 Tonnen. Okay, dann wissen wir schon mal Bescheid. Den schicken wir zum Depot, weil der ist veraltet. Und dann einen ordentlichen Zug da vorne. Ja, vielleicht dieser, oder? Zack. Und dann diese Waggons. Ist die Frage, wie groß ist der Bahnhof? 5 und hier unten auch 5. Unten ist schon 6 sogar, okay. Noch mehr 5. Ist die Frage noch einer? Oder nicht? Wenn er da anhält, dann nicht, ne? Mach den mal weg. Ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waggons. 7 Waggons. Und der Fahrplan ist Getreide, Hardexen, Döbeln. Und kopieren wir. Und Gesamtkapazität sind wie viel? Sieht man das hier? Ich glaube jetzt nicht. Doch, hier rechts vielleicht. Nö, doch. 210 Tonnen und der hatte 72, das ist dreimal so viel. Das sollte dann definitiv reichen, ne? Das ist dann ja sechsmal so viel.
Gut, die ist gleich irgendwann da, ne? Die sind schon hier am Fahren, ne? Genau. Erste ist raus. Zweite ist hier. Läuft. Gut, Alexen hat natürlich jetzt schon 3000 Tonnen und die anderen zwei auch noch, das sind ja 5 Tonnen, 5 T-Tonnen, ne? Oder wie man das auch nennen will. Gut. Schlotoplatinweg hat zigtausend Leute. Ist der Platinweg wahrscheinlich der Umschlagplatz für Dingens, ne? Für Fernbusse, oder? Achso, die ist ja jetzt hier offen. Da müssen wir Details anklicken. Ja, Stadtbus Floto und vier Städte fahren, tauschen da den Weg. So, über Floto, Leumarias, Schmiedehafen. Das ist also da oben, ne? So, das wäre jetzt denn die Überlegung. Es ist sinnig, den Fernbus bis dahin fahren zu lassen? Eigentlich schon, ne? Da müssen wir erstmal ausmustern hier. Jetzt haben wir da drei davon auf Lager hier schon, ne? Ich mach das mal so, dass wir die verkaufen, weil ich glaube nicht, dass wir die noch einsetzen. Okay, werden angezeigt, sind aber keine mehr da, weil hier die Auswahl da ist. Alles gut. Ja, da sind auch noch welche, ne? Triebwagen. Jetzt nicht wichtig. Können wir schließen? Können wir schließen? Gehen wir hier zurück. Da war die Überlegung mit dem Fernbus, ne? Über Lauter, Lotung, also intern sind ja auch schon. Die wollen nur bis dahin. 60, 38. Nee, ich lasse das so. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir da. Lauter Werksandstraße, das ist ja dann der Innerstädte, der Vier-Städte-Bus, der Fernbus. Das sind so viele. Puh. Also ich glaube, den Vier-Städte-Bus, ne, den werden wir mal aufsplitten. Das macht, glaube ich, Sinn. Mach das erstmal zu. Wir machen hier das so, dass wir hier Busse fahren lassen zwischen den einzelnen Orten. Das. Dieser Bus von, ja, von wo fährt er? Am besten von hier, ne? Von da hier nach Waldeck rüber fährt, nach da. Das ist keine Linie, das ist eine neue Linie und die neue Linie wird dann. Fernbus. Floto. Waldeck heißen. Schuss. Und fertig. Und starten. Fährt hier der Fernbus hin? Ich glaube nicht. Der fährt mir auch nicht dahin, sondern dahin. Weil da warten nämlich schon Tausende von Leuten. Gut. Und dann müssen wir noch einen machen. Und das ist der nächste Fernbus. Der kriegt dann auch einen Fahrplan. Neue Linie. Ja, macht er jetzt nicht. Und der fährt dann halt von hier nach Sonderhausen.
Da oder da, da. Und das ist dann die neue Linie. Und die steht da jetzt auch schon. Super, ne? Fernbus. Sonderhausen. Floto. Passt. Fährt jetzt. Gut. Und dann haben wir noch einen von Sonderhausen nach Lauter. Der fährt da los und fährt nach hier. Neue Linie, Fernbus, Lauter, Sonderhausen. Ah, da muss noch überall so ein Strich zwischen, ne? Den haben wir jetzt nicht gemacht. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Schuss. Fertig. Und da steht jetzt Linie 61. Toll, oder? Jetzt hat er das nicht übernommen. Wahrscheinlich von der anderen auch nicht. Starten. So, jetzt haben wir das soweit erstmal hingekriegt. Jetzt können wir in die Liniendingens gehen und das da erstmal korrigieren mit den Fahrzeugen, mit den Bussen. So, Linie 37. Jetzt ist der Bus von Waldeck nach Floto oder Floto nach Waldeck. Fernbus. So. Waldeck. Passt. Okay. Und ach, jetzt habe ich die Linienverwaltung zugemacht. Die müssen wir noch haben, weil da waren ja noch genug andere, die falsch waren. Das ist eine Linie, die kann gelöscht werden. Und das ist dann auch eine Löschlinie, wie man gerade sieht. Oder wie sehe ich das? Und die 60. Ist dann wahrscheinlich Sonderhausen Floto. Fernbus Sonderhausen Floto. Schuss. Passt. So, und dann fahren die jetzt einzeln da hin und her. Das heißt, die vier Städtebusse, diese hier, dürfen nicht mehr laden. Machen wir ausmustern. Und das Ganze passiert natürlich mit den anderen auch noch. Und dann haben wir den da noch. Und den mustern wir auch aus. Obwohl, der muss nicht ausgemustert werden. Da machen wir das bei dem anders, bei denen nicht laden. Und den schicken wir dann auf eine der Linien gleich drauf. So. Der fährt jetzt über Waldeck Linienstraße. Rein theoretisch kommt er dann schon auf die Straße. Von Waldeck nach, sag schon, nach Floto. Floto Waldeck. Die Tour macht er gleich. Machen wir gerade ein Stück schneller. Dann biege ich dann da gleich rechts ab. Jo, und dann ist er jetzt gleich da. Die anderen beiden sind schon raus von der Linie. Dann ist er nur noch drauf. Und jetzt hat er keinen mehr. Und jetzt kriegt er eine neue Linie.
neuen Fahrplan. Fernbus. Lotto Waldeck. Und erste Station ist das. Wenn das nicht laden kann, dann aus. Dann sollte er jetzt gleich Leute aufnehmen. Zwei hat er. Läuft. So. Mach das mal zu. Das auch. Und die Fernbusse fuhren vorher woanders hin, ne? Da stehen jetzt ganz viele. Das macht jetzt der interne Stadtbus erstmal. Genau, über Waldeck-Ahornstraße laufen die jetzt. Und das macht er hier. Der damit null bisher fährt, ne? Gibt's da nur einen in dem Örtchen? Sieht so aus. So, lass ihn mal gerade einen Tacken schneller fahren. Jetzt holt er dann den Rest und steigt da aus. Nimmt zwei nur mit. Hat er 45 noch mit. Und dann fährt er leer bis da hinten und dann holt er ein paar rein. Ja, und baut die anderen Stationen ab. Das kommt hin. 54 Passagiere warten jetzt da. Jetzt muss ich gerade gucken. Da nimmt er nochmal viele irgendwo. Ne, nimmt er auch nicht mehr viele auf. Alles klar. Da hinten hat er jetzt ein paar mehr. Ja, geht, ne? Nix, nix. 9er, 39, 54. Na. So, bei dieser Haltestelle müssen noch viele, ne, stehen nicht viele Leute. Er holt die mal passend ab, alles klar. Und hier, da sind jetzt mehr, ne? Die sind die da, nach da dann müssen. Okay. Ja. Werden weniger. Und kommen weniger zu. Also, irgendwann hat er so abgearbeitet. Wird aber eine Weile dauern, ne? Ja, 533 noch dann. Irgendwann ist es soweit. Hier ist tatsächlich nichts los, oder wie sehe ich das? Hier steht keiner. Dann sind zwei Busse hier zu viel, oder wie sehe ich das? 46. Dann lass mal nochmal schneller laufen. Da kommt der zweite Bus. Der hat keine da drinne. Müsste man gucken. Wie viel haben die denn von Floto nach hier hin? Die ist die Frage, ne? Ah, da ist jetzt einmal voll. Ach so, ist ja offen. Da gibt's schon drei ja wieder. Ja, sechser. Nee, da ist einer zu viel drauf auf der Linie. Da machen wir den Fahrplan anders. Da ändern wir den. Von Floto nach Sonderhausen. Das ist das nächste Stück. Dann kriegt er die Tour. Gut, okay. Aber wir sind schon weit fortgeschritten in der Runde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.